helle Räume für die Zukunft. Bensheim. Mit einer großen Feier hat der Energiedienstleister GGEW AG den Bau des neuen Bürogebäudes mit Kundencenter und modernen Arbeitsplätzen in Bensheim eröffnet. Viele prominente Vertreter aus Politik und Wirtschaft waren gekommen, um die neuen Räumlichkeiten zu bestaunen. Der Neubau war notwendig geworden, da die GGEW AG kontinuierlich wächst und auch das Tochterunternehmen GGEW Net zieht mit in das Stammhaus. Es war für uns wichtig, moderne Arbeitsplätze zu schaffen, denn wir müssen auch attraktiv sein für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir buhlen um Führungskräfte und dann brauchen wir auch moderne Arbeitsplätze. Und es ist auch ganz wichtig, hier den Herausforderungen der Energiewirtschaft zu begegnen, indem sich auch die Arbeitsweisen geändert haben. Projektarbeit, die Vernetzung zwischen einzelnen Bereichen, Kreativecken. Es gibt Kommunikationsecken, wo man sich schnell mit dem Team zurückziehen kann und ungestört Sachen bereden kann. Es gibt auch Wände, wo man Ideen mal an die Wand schreiben kann. Also alle Ideen, die im Grunde Kreativität fördern, um mit dem Ziel, Kundennutzen zu erhöhen und im Sinne der Kunden zu handeln. Auch Bürgermeister Rolf Richter, der gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der GGEW AG ist, freute sich über den gelungenen Neubau und das positive Signal für die Region. Das beständige Wachstum zeigt, dass die GGEW sich gut für die Zukunft aufgestellt hat. Natürlich, wir sind mit dem GGEW immer im Gespräch, welche neuen Ideen wir machen können. Wir haben ein Carsharing-System mit E-Mobilität gemeinsam aufgebaut, hier in Bensheim, aber auch in vielen anderen Städten. Wir haben inzwischen eine E-Ladesäule-Dichte in unseren Mitgliedskommunen, die sich mit vielen anderen Bereichen messen kann und sogar darüber hinausgeht. Rainer Babylon, Bereichsleiter Vertrieb und Services, hebt hervor, dass vom Neubau vor allem auch die Kunden profitieren. Das heißt konkret, moderne Ausstattung, kurze Wege, behindertengerechter Zugang und zusätzliche Kundenparkplätze. Der erste Eindruck hat alle begeistert. Ja, der erste Eindruck ist super. Muss dazu sagen, wir waren hier auch mit beteiligt, was so die ganze Innenausstattung anbelangt. Haben wir sehr eng mit dem Uwe Sänger auch ein paar Sachen mit auswählen können. Insofern wussten wir schon, was auf uns zukommt. Und das ist hier wirklich ein Flaggschiff, was wir da geschafft haben, wo man auch sieht, wie Arbeitsplätze der Zukunft aussehen könnten. Also ich finde es nicht nur wunderschön, ganz ehrlich, sondern ich finde es auch vom Arbeiten her sehr ansprechend. Ich habe das selbst mal vor Jahren in den USA erlebt, als es bei uns noch nicht üblich war, in so offenen Büros zu sitzen. Am Anfang denkt ein Deutscher, oh Gott, ich sitze da jetzt da plötzlich frei und jeder hört mich, also jeder kann sehen, was ich tue. Und nach ein paar Tagen gewöhnt man sich dermaßen schnell dran, dass man aufeinander Rücksicht nimmt. Es hat so ein bisschen was Familiäres und ist aus meiner Sicht deutlich teamfähiger. Eine neue Architektur, man arbeitet ja viel mit Glas und mit Alu und doch sehr ansprechend, auch mit Naturbeton, ja, fällt mir sehr gut. Die Bauarbeiten an dem modernen Gebäude haben im Dezember 2017 begonnen und konnten im Januar dieses Jahres beendet werden. Fast alle Bauaufträge wurden gezielt an Handwerker und Bauunternehmen aus der Region vergeben. Auch in puncto Energie und Nachhaltigkeit setzt die GGEW AG neue Standards. Das gehört sich für einen Energieversorger, dass man natürlich auch energetisch einen Leuchtturm hat. Also wir haben in der Wärmeerzeugung, können wir bis zu 90% selber produzieren und 60% des Strombedarfs. Und über eine doch intelligente Kühlung, also die Luft wird von außen angesaugt, über die Bodenplatte gekühlt bzw. angewärmt, so wie man es gerade braucht. Im Frühjahr soll es einen Tag der offenen Tür geben, bei dem die Kunden das neue Gebäude erleben können. Mit dem Neubau verknüpfen die GGEW AG die aktuellen Herausforderungen in der Energiewirtschaft mit zukunftsweisenden Investitionen in moderne Arbeitsplätze, die diesen Anforderungen gerecht werden. Die Firma hat sich's verdient. Die Firma hat erarbeitet und ich denke mal, wir können heute einen Meilenstein feiern, denn so oft gab es keine Einweihung in der Geschichte der GGEW und ich bin stolz darauf, das als Vorstand begleiten zu dürfen.